Weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Und ich guck mal gerade, ob wir tatsächlich ein Auto irgendwo gewinnen könnten. Ich habe ein bisschen Kohle auf der Tasche. Oh. 7er Evo. Wir brauchen eine 3er Fahndungsstufe für den Wagen. Letzter 9 ist das. Takeover. Ja, den McLaren habe ich aber sonst, glaube ich, auch bei so einem Ding gewonnen. Was haben wir denn hier noch? Ostinato? Ah, das haben wir schon mal gefahren. Das haben wir vor 2, 3 Folgen oder so. Keine Ahnung. Haben wir die Nummer gefahren. Da haben wir die 24.000 rausgeholt. Boost, Versteck. Alle gewinnen. Ich guck gerade, ob wir noch irgendwo einen. Ich will mal gucken, ob wir noch irgendwo ein Auto oder was gewinnen können. Das wäre natürlich genial. Aber eigentlich haben wir gerade gar nichts, ne? Also halt der eine Wagen, ja. Ist das hier? Langstreckenrennen. Für Klasse A. Ein Dürf fahre ich nicht. Das ist ein 3 auch Dings. Das ist alles dieser. Hm. Bist du noch mal Autos liefert? Ich will ja eigentlich. Ja, wir müssen Koloss A plus. Riesige Gewinne. Was ist denn, was haben wir denn als A plus Auto? Was habe ich denn da eingebaut? Ach, den McLaren. Also den. Mercedes Leistung. Nee, ach Mann, ich bin unschlüssig gerade, was ich fahren soll. Ich überlege gerade, ob ich das Langstreckenrennen fahren soll. Mit die 72.000 oder die mitnehmen können. Weil irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da irgendwie gerade ein bisschen Bock drauf. Takeover, Style it out. Wo war denn das? Ich glaube, ich fahre das einfach. Who cares? Ich verstrecke. Ich verkehr Freistellung. Waren das Langstreckenrennen? Dann haben wir zumindest etwas zu tun. Es ist jetzt eigentlich bis zum Grand. Es ist jetzt bis zum Grand eigentlich mehr oder weniger wirklich nur Zeitspielerei. Es ist so, was machen wir? Wie kriegen wir die Tage durch? Damit wir das Lakeshore Grand nicht gewinnen. Das macht es noch besser, wenn ich sie besiege. Du meinst, wenn ich sie besiege? Nein, du hast mich schon verstanden. Red dir das ruhig ein, vielleicht hilft es ja. Also, was plant sie? Weiß nicht. Warte noch auf mehr Hinweise. Hinweise? Ist das hier Spy Kids? Warte auf meinen Anruf, okay? Ach, du meldest dich nicht mit einer Brieftaube? Ich sehe den gesuchten Racer bei mir. Tschüss und ich. Oh. Moin! Ja, nochmal. Es ist jetzt mehr oder weniger nur. Ja, tschüssi, geht mal bitte weg da. Wo ist denn das Rennen? Ist das hier unten? Hä? Oh. Aua. So, Event. Langstreckenrennen Koloss. Wir müssen hier auf das Auto wechseln. Also den McLaren wechseln. Ein Langstreckenrennen haben wir. Ein Koloss. 72.000 gibt's dafür. Du bist eigentlich ein bisschen reingefahren. Momentan sind wir Dritter hinter Halle und just sicher. Ja, ja, das Rennen ist, ist doch nicht vorbei.
Ich müsste die Olle jetzt mal so ein bisschen im Blick halten. Die zieht mir nämlich gerade so ein bisschen weg. Wir haben jetzt das erste Drittel gleich. Okay, du hast das also schon mal gemacht. Das rennen hier nicht allein, aber andere. Scheiße, 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 scheiße! Das war zu einfach! Streifen führt die Verfolgung an. Mein Wagen, bist du bescheuert? Die Korvette aber zieht aber auch weg. Stampfen wir dieses Arschloch ein, Team. Schön. Die tut aber auch keinen. Die tut mir aber auch keinen Gefallen, dass die da mal irgendwie einen Fehler macht. Die zieht weg. Kommt aber auch nicht in die Position. Schön, danke für die Aktion. Das heißt, Halo ist jetzt gerade komplett weg. Die hat einen halben Kilometer Vorsprung. Was ist, ich hatte sie gerade schön im Blick. Ich weiß nicht, woran, was du mir jetzt gerade gemacht hast. Wo hat die denn ihr Power auf einmal rausgeholt? Aber jetzt hat sie dicke Fehler gehabt. Ja, natürlich! Sobald der Gegner einen Fehler macht, muss der NPC sagen, hier. Hau ab jetzt endlich! Jetzt habe ich mir aber auch selber meine Rennen kaputt gefahren. Jetzt war ich schön dran an der Aulen. Aber noch gebe ich es nicht auf. Mann! Danke mit deinem Scheiße. Ich muss ja unbedingt mit noch einen Fehler einbauen. Ich schieße dich einfach von der Straße. Ja, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es irgendwie vorbei. Wenn jetzt nichts Dramatisches noch passiert.
Wie gesagt, wenn die jetzt nicht nochmal dramatisch, das wird die aber wahrscheinlich eh nicht. Hä? Willst du mich verarschen, Spiel? Warum? Warum hast du mich jetzt weggesetzt? Naja, damit ich nicht Erster werde oder Zweiter werde, ne? Weil das müsste ja standardmäßig die... Lass mich schon in Ruhe. Naja, dann war's das. Schön, ey. Hier geht mir... Ja, ich weiß nicht. Ja. Bin ich nur Dritter geworden in der Nummer. 42.000. Geldbelohnung. Ich bezahle 24.000, verdiene nichts, ey. Klar, why not? Jetzt hast du die Arschheiß Kopf noch in der Backe, oder was? Hat sich bei Douglas Park abgeschüttet. 2440 ist verschwunden. Das war's. Schön. Finn. Wasch! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Lage spitzt sich langsam zu. Stevenson sollte sich auf ihren Wahlkampf konzentrieren und nicht auf Straßenrennen. Denn Holden hat allein in dieser Woche 2 Punkte aufgeholt. Ich habe mit ihm über seine Pläne gesprochen, falls er in das Rathaus einzieht. Willkommen in der Sendung, Holden. Sie haben in einigen Ihrer Wahlkampfanzeigen von den Feinden von Lake... Ja, ich weiß nicht, was der Dings kostet, was die Corvette von der kostet. Ich bin nämlich überlegen, ob ich die Corvette verkaufen soll oder die Corvette dafür kriegen holen soll. So. Sind fast am Ziel. Naja. Erstmal müssen wir es zum Start schaffen. Hey, nur ein Witz, wirklich. So. Was muss der Wagen? A plus muss er haben. Der hat ja auch 268 dann. Ich überlege. Die Corvette einfach kaufen soll. Weil die scheint richtig Power zu haben, die Karre von dem. Von der. Dann beginnt er mit der Dorn. Bitte mal. Preis. Die für eine Karre. Welcher Wagen ist denn das von der? ZR1? Ist es nicht. Definitiv nicht. Chevrolet Corvette. Z06 ist es auch nicht. Die Stingray ist es auch nicht. Glaube ich zumindest nicht. Convertible ist es da auch nicht. Grand Sport. Camaro Z. Emira. 506.000. Was hat die denn für ein... Bewertung. Ich brauche eine A-Plus-Bewertung. So, Maximum. So, jetzt irgendwie 41.000. Was wird mir der Wagen, was wird denn der hier bringen, der Mercedes? Ah, jetzt bin ich... Warte mal, meine Wagen. Mal den Nikips tauschen. Verkaufen.
78. Dann habe ich 154.000. 155.000. Die Stingray 296. Convertible. Das ist allerdings günstiger, ne? Großbohr 306. Ich überlege, ob ich wirklich die Dings kaufen soll. Ob ich, mir die Corvette bauen, aufbauen soll. Aber was fährt die? Die Frage, was fährt die Olle für ein Auto? Aber ich glaube, das ist tatsächlich, wenn ich mir hier den 306 km/h den Transport hole, den aufzubauen. Wie gesagt, der kostet 125.000. Wenn ich jetzt die Dings verkaufe, bin ich bei 130.000, 40.000. Ich meine, die Kohle kriege ich im Nu wieder zusammen. Das ist nicht das Problem. Der ist ja schon fast so hoch. So, meine Wagen. Was hat ein Mercedes als Dings? Das ist echt schon so serienmäßig so viel. Dann ist der Mercedes aber schneller. Er ist der Dings schneller. Ich überlege, ob ich mit. Ich vertick den Mercedes, komm. Und dann verkaufe ich den. Und kaufe den Grand Sport. So. Jo. Bitte mal Plus muss ich ja holen, ne? 118.000, ja. Nein, ich hole mir keinen Königsgregera. Der standardmäßig und so. 322 bei A plus. 362 habe ich den. Ist eigentlich auch 2000? Ja, viel braucht der aber auch nicht, der Aston Martin. Sport kostet aber auch. Ah, der kostet weniger, ja. 105. Ja, cool. Urus. Oder den Urus holen. Den Urus oder den. Der ist schneller, ne, was die Werte betrifft. Das war keine Absicht. Aber ich werde, glaube ich, mit Zings holen hier. Ja. Nein. Teile.
Ich meine, ich muss ja nur ein bisschen Kohle machen, ein, zwei Dinger da einbauen und Jude, da habe ich die Kohle, die Karre sowieso voll. Habe ich jetzt 269. Ich sage mal noch auf A+, wenn ich hier noch Elite-Straßenfahrwerk einbaue. Aber ich würde Elite normales. Ja, ich überlege, ob ich das Straßenfahrwerk einbaue. Ja, so viel kann er nicht, darf er nicht mit einbauen, darf er nicht haben. Nitro vielleicht nochmal. Ich will ihn ja behalten, ich will ja auf Dings bauen, auf Hast du gesagt, der Mercedes hatte 322 oder was, ne? Ein normales Fahrwerk einbaue, kann ich ihn zumindest hier ein bisschen ändern. Die Karre geht aber mehr auf Drift. So, Handling. Ich kann ihn auf 317 bauen. Ja, fürs Grand, warum nicht? Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Rennen.